So, wir definieren uns mal ein paar Begriffe, die wir für die nächsten Aufgaben brauchen. Und zwar folgende Begriffe. Hinführung zum ersten Begriff. Was wir öfter mal haben, ist, dass wir ein Element in einer Gruppe mit sich selbst verknüpfen. Also, wir haben sowas wie A verknüpft mit A. Oder A verknüpft mit A, verknüpft mit A und so weiter. Ja? Und das möchte man gerne abkürzen oder kürzer schreiben. Habt ihr eine Idee, was man da machen könnte? Was für eine Schreibweise könnte man einführen, um sowas wie A verknüpft mit A verknüpft mit A abzukürzen? Oder stellt euch vor, wir haben hier 5 oder 7 oder 20 A's stehen. Hat jemand einen Vorschlag, was wir da machen könnten? Ja? Ja, mit Exponenten, genau. Wir möchten eigentlich sowas schreiben wie, das ist A hoch 3, ne? Wobei das nicht bedeutet, dass das die Multiplikation ist, sondern ich habe ja irgendein Element in der Gruppe mit der jeweiligen Verknüpfung der Gruppe. Das kann ja alles Mögliche sein. Es können auch Abbildungen mit Verkettungen sein und so. Das bedeutet aber nur, ich habe das Element zweimal mit sich selbst verknüpft, beziehungsweise drei Elemente mit sich selbst, also verknüpft. Ja? Und hier wäre das dann a Quadrat. Okay, und das definieren wir mal sauber. Definition. Das ist die Karte Potenz von A. Sei G mit einer Verknüpfung einer Gruppe. Dann wird für jedes A-Element G, also für jedes Gruppenelement, und jedes K aus N festgelegt, was könnte A hoch 0 sein? Wir machen jetzt eine rekursive Definition. Die Potenzbildung wird in der Regel rekursiv definiert. Das heißt, wir müssen sagen, was ist das Kleinste davon? Und dann kann ich ja schon sagen, worauf es hinausläuft danach. A hoch k plus 1 ist gleich a hoch k verknüpft mit a. Also wir definieren a hoch 0 und a hoch k plus 1 ist gleich a hoch k verknüpft mit a. Eine rekursive Definition, ne? Dann kann ich a hoch k wiederum auflösen mit dieser Definition, mit diesem Definitionsteil 2, so lange, bis ich bei a hoch 0 lande. Was sollte dann a hoch 0 sein? Wir können es ja mal spaßeshalber machen. Beispiel: a hoch 3 ist nach dieser Definition was? Wenn ihr diese beiden Teile mal betrachtet, ja? Du bist schon beim Ergebnis. Genau, wenn wir jetzt die Definition nehmen hier. Dieser Teil ist noch nicht fertig, den überlegen wir uns gleich und den haben wir schon fertig. Was ist a hoch 3, wenn ich diese Definition anwende? Ja? Nee? Ja? Genau. A hoch 2 verknüpft mit A. Ich wende diesen Definitionsteil an. A hoch 3 ist gleich A hoch 2, weil das K dann 2 ist.
a hoch 3 ist a hoch 2 verknüpft mit a. Okay, was ist a hoch 2 nach dieser Definition? Ja? A hoch 1 verknüpft mit a, verknüpft mit a. Okay. Was ist a hoch 1 nach dieser Definition? Machen wir weiter. A hoch 0 verknüpft mit a. Hoppala. Verknüpft mit a. Verknüpft mit a. Und ich lasse jetzt mal die Klammern weg, weil wir eh Assoziativgesetz haben. Ne? Dann steht da a hoch 0 verknüpft mit a, verknüpft mit a, verknüpft mit a. Also a hoch 3 ist jetzt nur durch Anwendung des rechten Definitionsteils a hoch 0 verknüpft mit a, verknüpft mit a, verknüpft mit a. Was soll denn rauskommen am Ende? Ja? Also nur dieser Teil soll rauskommen. Also wie sollten wir a hoch 0 sinnvollerweise definieren? Als Neutralelement, genau. A hoch 0 ist das Neutralelement. Und ja, wenn ich das jetzt hier ersetze durch das Neutralelement, machen wir es mal. I verknüpft mit A, verknüpft mit A, verknüpft mit A. Dann fällt das weg und dann bleibt nur das da stehen. Okay. Jetzt gibt es noch einen dritten Teil. Wir wollen wissen, was A hoch minus K ist. Das wollen wir sinnvoll definieren. Also a hoch minus 3. Wie könnte man das definieren? Wir wollen natürlich, dass die Potenzrechengesetze gelten. Ja? Also wir wollen, dass a hoch k verknüpft mit a hoch minus k. Was ist? Ja? Nee? Ja? A hoch 0 und damit das Neutralelement. Richtig. So, a hoch k verknüpft mit a hoch minus k soll das Neutralelement geben. Was ist dann a hoch minus k zu a hoch k? Das Inverse, also a hoch k hoch minus 1, das inverse Element. Okay, gut. Also wir haben jetzt Definitionen fallen ja nicht irgendwie vom Himmel. Man macht ja Definitionen so, dass es sinnvoll ist, dass man irgendwie, dass es zweckmäßig ist und dass man, dass es auch im Gesamtkontext passt und keine komischen Situationen entstehen. Und wir haben uns jetzt tatsächlich sukzessive gemeinsam überlegt, wie man so eine Definition sinnvollerweise macht, damit die Potenzbildung im Rahmen der Gruppentheorie funktioniert und auch dann sinnvoll gerechnet werden kann. Ja? Also jetzt können wir auch solche Dinge machen, wie Potenzgesetze anwenden. Also das sowas wie a hoch m plus n ist dasselbe wie a hoch m verknüpft mit a hoch n, also mit der Gruppenverknüpfung und so weiter. Das kann man jetzt alles beweisen über diese rekursiven Definitionen mit vollständiger Induktion und so, aber das schenken wir uns jetzt. Okay? Das ist jetzt, wir wissen, wir können jetzt potenzgesetzmäßig rechnen, so wie wir normalerweise mit Potenzen rechnen. Okay. So. Und diese diese Potenzschreibweise benutzt man jetzt, oder die Verkettung eines Elementes mit sich selbst benutzt man, um einen Typ von Gruppen zu definieren, der ganz häufig vorkommt, nämlich zyklische Gruppen. Definition
zyklische Gruppe. Vielleicht ein komisches Z. Da, zyklische Gruppe. Und das wird folgendermaßen definiert. Existiert in einer Gruppe G mit der Verknüpfung irgendwas ein Element A, so dass sich jedes Element B aus G, also jedes Element B aus G, als Potenz A hoch K mit K Element Z darstellen lässt. Ob der Satz noch stimmt, existiert eine Gruppe G, ein Element A, sodass sich jedes Element B aus der Gruppe als Potenz A hoch K darstellen lässt. So heißen G, zyklische Gruppe, und A, erzeugendes Element. Also, angenommen, ich habe in der Gruppe G ein Element A, mit dem ich, wenn ich es sozusagen mit sich selbst verknüpfe, alle Elemente von G erzeugen kann, dann ist G eine zyklische Gruppe und A das erzeugende Element. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks. Okay. Welche Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks gibt es? Machen wir nochmal die Verknüpfungstafel. Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks. Welche gibt es? Guckt in eure Unterlagen, wenn ihr euch nicht erinnert. Ja? Die Identität haben wir immer mit dabei. Sehr gut. Ja, was noch? Die Drehung um 120 Grad und die Drehung um 240 Grad. Genau. Drehung, ich meine die Knie hier, Drehung um 240 Grad. Okay. Die erste Zeile können wir immer sofort ausfüllen, ne? So. Und wie geht es jetzt hier weiter? Ja? So. Gibt es in dieser Gruppe ein Element, das ich hernehmen kann und beliebig oft mit sich selbst verknüpfen und damit alle Elemente der Gruppe erzeugen? D120, genau. Denn D120 hoch 1 ist D120. Ne? Was ist D120 verknüpft mit sich selbst? Also D120 verknüpft mit D120?
die 240. Und was ist das Ganze, die 120 nochmal verknüpft, nochmal verknüpft mit sich selbst? Ja? Die Identität. Und das ist natürlich das gleiche wie D120 hoch 0. Ne? Hoch 0 ist ja das neutrale Element. Okay. Und jetzt sieht man auch, wieso das zyklisch ist, weil natürlich weil ich die Elemente in etwa so hier anordnen kann. ID verknüpft mit D120 ergibt D120, das nochmal verknüpft mit D120 ergibt 240 und das nochmal mit D120 verknüpft ergibt wieder Identität und so weiter. Ja, ich habe so eine zyklische Struktur. Jetzt nehmen wir nochmal eine andere Gruppe, die Kleinsche Vierergruppe. Ihr erinnert euch, die Symmetrien des Rechtecks. Welche gab es denn da? Symmetrien des Rechtecks? Welche Abbildungen bilden das Rechteck auf sich selbst ab? Ja? Die Identität. Ja, mit der Identität ist man immer auf der richtigen Seite bei Abbildung. Ne? Das ist immer mit dabei, weil es halt das neutrale Element ist. Ja. Hm? Die Drehung um 180 Grad, ich nenne die einfach mal D, okay? Weil da muss ich nicht so viel schreiben. Gibt nur eine Drehung und was noch? Und die beiden Achsenspiegelungen S und T. Okay. So, okay, wir wissen ja, die erste Zeile und erste Spalte mit dem Neutralelement ist sehr easy auszufüllen. Da brauchen wir gar nicht nachdenken. Was ist die Drehung 180 Grad verknüpft mit der Drehung 180 Grad? Ja? Die Identität. Ah, wir erinnern uns, was waren die Inversen in der Kleinschen Vierergruppe? Jeweils für alle Elemente? Wie sieht es bei der Achse S aus? Achsenspiegelung S? Ja? Alle waren selbst invers, ne? Alle waren selbst invers. Okay. So, und ja, jetzt muss man natürlich noch darüber nachdenken, wie hängt das alles zusammen. Ich fülle es nochmal kurz aus, kann man sich natürlich am Rechteck nochmal klar machen. Die Achsenspiegelung mit der Drehung war die andere Achsenspiegelung. Die Achsenspiegelung mit der Achsenspiegelung ist die Drehung. Dementsprechend ist das ja auch die Drehung. Drehung und Achsenspiegelung ist Achsenspiegelung. Drehung ist die andere Achsenspiegelung hier und diese Achsenspiegelung mit der Drehung ist diese Achsenspiegelung. Okay. Du musst ein bisschen, ja, genau, kann man sich auch im Rechteck nochmal klar machen, wie das alles zusammenhängt. Okay. Ist das eine zyklische Gruppe? Ich suche ein Element, das mehrfach mit sich selbst verknüpft alle Elemente der Gruppe ergibt. Ja? Warum nicht? Genau, stopp. Wenn ich die Drehung mal als Beispiel nehme, ne? Die Drehung mit sich selbst verknüpft, D verknüpft mit D ergibt die Identität. Nochmal verknüpft mit D ergibt wieder die Drehung. Nochmal verknüpft mit D ergibt die Identität. Das heißt, wenn ich die Drehung mit sich selbst verknüpfe, passiert nichts anderes, als dass ich immer um 180 Grad weiter drehe. Aber ich komme niemals auf die Achsenspiegelung S oder niemals auf die Achsenspiegelung T. Okay. Genauso bei den Achsenspiegelungen. Wenn ich S mit sich selbst verknüpfe, komme ich wieder auf die Identität. Eine Achsenspiegelung mit sich selbst verknüpft, Identität, wieder mit sich selbst verknüpft, Achsenspiegelung, wieder mit sich selbst verknüpft und so weiter. Ich werde niemals auf die Drehung kommen oder niemals die andere Achsenspiegelung generieren können. Ich finde hier kein Element, das mit sich selbst verknüpft, mehrfach verknüpft, alle anderen Elemente ergibt. Also ich kann die anderen Elemente nicht erzeugen durch ein einziges Element. Das heißt, das ist
keine zyklische Gruppe. Okay. Wir haben also schon zyklische Gruppen und nicht zyklische Gruppen kennengelernt. Und eine der Aufgaben, mit denen ihr euch gleich beschäftigen dürft, ist, mal zu analysieren, welche Gruppen, mit denen wir uns bislang beschäftigt haben, zyklisch sind und welche nicht. Habt ihr dazu noch Fragen? Zu diesen beiden Begriffsdefinitionen. Karte Potenz von A und zyklische Gruppe.